2015. Ich war wieder in der Fußgängerzone für Sie unterwegs. Ich habe gesehen, wie viele Gäste am Sonntag in München spazieren und überlegte mir, ob es nicht sinnvoll wäre, dass die Geschäfte eine Erlaubnis bekämen, einfach wieder offen zu öffnen und die Gäste damit auch die Möglichkeit bieten, etwas einzukaufen. Viele neue Musikanten sind da zu treffen. Eine Familie aus der Slowakei hat mir sehr gut gefallen zu sehen. Und wir haben auch eine Menge neue Stadtführer, die verschiedene Sprachen, die Kultur und die Traditionen von München erklären. Interessant ist, dass die meisten Geschichte, was diese Stadtführer kennen, kennen fast 70% der Münchner nicht. Darum empfehle ich auch für Münchner, die Geschichten von diesen Stadtführern mal zu hören. Das ist wirklich sehr interessant. Die Sendlinger Straße wie auch die Kaufinger Straße sind auf jeden Fall voll genug, damit viele sich auch auf die Produkte, die in der Stadt München angeboten werden. Neue Tanzvorführungen etc. werden auch angeboten. Es ist wahnsinnig toll, ein Erlebnis der Sonntag in München. Wenn man sich vorstellt, dass an der Ende des Sommers meistens etwas grau und kalt ist, trotz ein paar Minuten Sonne, man überlegt sich, wieso so viele Menschen auf der Straße gehen. Und sie freuen sich alles auf die Cafés und Promenade, Confiseries, die wir hier haben. Einige Straßen, die Nebenstraßen, bleiben immer noch leer, aber irgendwann soll das sich auch ändern. Die Architektur hat etwas gelitten in der Fußgängerzone. Viele moderne Gebäude stehen nicht in Einklang mit den alten traditionellen Gebäuden. Aber trotzdem bleibt München eine sehr beliebte Stadt. Der Boden am Stachus war eine Katastrophe. Und diese bleibt so. Unsere Kollegen aus Baden-Württemberg haben uns diese Schande hinterlassen. Hoffentlich irgendwann ändert sich das. Gott sei Dank, es ist gut, dass mindestens viele sich auf die Spaziergänge da freuen. Am Hauptbahnhof sind leider mehr Obdachlosen und weniger Polizei zu sehen. Aber trotzdem gehen viele Münchner mit ihren Hündchen spazieren, das ist unsere Tradition. Hier ist der Hund auch ein Bürger der Stadt, kann man sagen. Und es hat mich sehr gefreut. Vielleicht kommen Sie zu meiner nächsten Tour und erleben Sie, wie ich filme, wie ich meine Geschichten aufnehme. Einen schönen Tag, mein Name ist Paul Riedel.